Wenn Sie gerufen werden, geht es um Leben oder Tod. Ja, noch knapp 4 Minuten. Ihr Arbeitsplatz, einer der größten und schnellsten Hubschrauber im Rettungsdienst. Ihr Auftrag, Menschenleben retten, sagt Notarzt Dr. Bergold. Naja, wenn es schlimm ist, dann kann das durchaus sein, dass jede Rettung zu spät kommt. Eine fliegende Intensivstation, ausgerüstet mit modernster Medizintechnik. Ein Job am Limit. Physisch wie psychisch. Luftrettungsstation Gießen. Wenn es irgendwie geht, frühstücken die Retter zusammen. Dr. Martin Bergold ist seit 5 Jahren fliegender Notarzt. Haben wir einen Rucksack an die Bank angebunden? Zu seinem Team gehört auch Olaf Peres-Preis. Er ist Rettungsassistent und unterstützt Arzt und Piloten. Sven, können wir dir was helfen? Sven Brückner ist Pilot und Rührei-Experte. Ohne Frühstück heb ich nicht ab, sagt er scherzhaft. Aber ist auch so, du weißt ja nie, wann du wieder was hast, ne? Das ist das Nächste. Kann ja sein, dass wir erst heute Abend um 9 was essen. Und dann? Dann wäre Sonnenuntergang und Dienstende. Erst gestern waren sie wieder 12 Stunden unterwegs. Nonstop. Ohne Pause, ohne Essen. Manchmal müssen sie auch nachts raus, wenn das Wetter mitspielt. Gemeinsames Essen ist auch gut für das Arbeitsklima, weiß Dr. Bergold. Wie wichtig ist das Frühstück morgens so mit deiner Crew, mit deinem Team? Total wichtig eigentlich. Sobald wir in die Wache kommen, fängt das Familienleben an, das andere Familienleben. Und da gehört natürlich Frühstück auch dazu, ne, finde ich. Und dabei reden wir ja auch relativ viel, und zwar auch relativ viel Mist. Aber ich glaube, das braucht man als Kompensation manchmal. 4 Millionen Euro hat die neue Luftrettungsstation gekostet. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Nur sehen tun sie es eher selten. Der erste Alarm. Die Leitstelle hat ihn ausgelöst. Adresse kommt per Fax. Zustand nach Hubschrauber, Modellhubschrauber in Frankfurt. Sie müssen nach Seligenstadt. Jemand hat einen Hubschrauber ins Auge bekommen. Ein Modellhubschrauber, ja. Hessen hat 4 Notfallhubschrauber. In Kassel, Frankfurt, Fulda und eben auch in Gießen. Wo jetzt der größte und schnellste steht. Ein Intensivtransporthubschrauber, der vor allem schwerkranke Patienten in andere Kliniken verlegen soll. Deutschlandweit. Christoph Gießen kann aber auch von der Leitstelle als Rettungshubschrauber alarmiert werden. Zeit sind so ungefähr 10 Minuten, oder? 8 Minuten. Ich geb ja Gas. Die Leitstelle meldet sich per Funk. Sie hat weitere Details zum Einsatz. Christoph Gießen von Leitstelle Dietzenbach, komm. Der männliche Patient, der hat wohl irgendwie einen Modellhubschrauber ins Gesicht bekommen und das Rotorblatt hat wohl das Auge deutlich erkennbar verletzt mit plötzlicher Erblindung. Dr. Bergold überlegt, in welche Spezialklinik sie den Patienten fliegen könnten. Er braucht schnelle Hilfe. Ich hoffe, dass das nicht schlimm ist, weil wenn es schlimm ist, dann kann das durchaus sein, dass jede Rettung zu spät kommt. Kommt immer auf den Unfall drauf an. Die Einsatzstelle liegt mitten in einem Neubaugebiet. Auf dem Teil hier, weil da liegt noch Baumaterial rum. Auf welcher Seite? Auf links, Baumaterial. Dann bleibe ich mehr rechts. Ja, so passt das. Okay, das scheint eben zu sein hier. Hinten? Kannst du hinten rausgucken? Hinten links ist gut. Hinten rechts auch. Er weiß nie, was ihn erwartet. Der Verletzte liegt schon im Rettungswagen. Also, ganz kurz mit, hat den Hubschrauber gespielt. Hört sich jetzt doof an, aber es ist so. Er hat einen ferngesteuerten Hubschrauber und dass die Batterien leer geworden sind, hat uns den Gas gegeben und hat ihn hier einen Cut ins linke Auge reingesetzt. Guten Tag. Bergold ist mein Name, ich gebe Ihnen gerade mal so die Hand. Welches Auge ist es denn? Das linke. Das linke Auge. Mit dem rechten können Sie ganz normal sehen. Ne? Nee. Wenn Sie mich jetzt mal mit beiden Augen betrachten, sehen Sie mich mit dem linken Auge? Nee. Nee. Gar nicht. Schwarz? Nee, ich sehe hell. Aber sie sehe ich gar nicht. Danke dir. Tschüss. Wie sieht's aus? Ich habe den Patienten noch nicht gesehen. Ist jetzt angemeldet, Uni Frankfurt. So. Die Ehefrau ist schwanger. Sie sind die Ehefrau. Wann ist es denn soweit? 2 Februar.
4 Wochen. Also, es sieht schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Im Auge drin ist alles soweit in Ordnung. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man den Sehnerv zum Beispiel nicht mehr hat. Aber das ist nicht der Fall. Angehörige trösten gehört auch zum Job, sagt Dr. Bergold. Sie kommen in aller Ruhe einfach nach. Ja, die Freundin kann sie ja hinfahren. Es geht nach Frankfurt in die Uniklinik, habe ich gehört. Ja? Aber erst einmal beruhigst du dich. Genau, suchen wir erstmal in 1-2 Stunden. Und dann gehen wir hin, okay? Also, alles gut, ich kümmere mich um Ihren Mann. So, ihr fahrt bitte mit dem RTW außenrum quasi auf diesen Feldweg. Okay, können wir da hin? Ja, alles anscheinend. Okay, gut. Ich bin jetzt zwar auch nicht der Ortskundigste hier, aber... Gell? Super, ich bleib bei ihm. Ja. Haben Sie noch Krankenhaus gerade rein, zufällig dabei? Wind und Pollen wären Gift für das kranke Auge. Deswegen wollen sie ihn so kurz wie möglich durchs Feld tragen. Ja, wenn es zu lang dauert, ist es jetzt... Ja. Nehmen wir das Pulsoxy aus. Ja, Pulsoxy reicht vollkommen. So, alles Gute, ne? Mhm. Machen weiter. Ich kümmere mich noch um Ihre Frau, machen Sie sich keine Sorgen. Okay, danke. Bitte, so. Tschüss. Rein. Wunderbar. Anziehen, bitte. Hier ist der Übeltäter. Er hat eine Penicillinallergie, ja? Warte. Ist also keine, okay. kein großer Schaden. Gar nichts da. Gehen Sie bitte hoch. Und auch keine Blutspuren dran. Okay, super, vielen Dank. Jawohl. Ungewöhnlicher Einsatz, oder? Ist ein chirurgischer Notfall. Gedanken macht man sich dann eher später, aber eigentlich auch Alltagsgeschäft. Hubschrauber im Auge. Ungewöhnlicher Fall. Der Patient ist soweit vollkommen in Ordnung. Es ist isoliert nur das Auge. Ich brauche halt nur den Augenarzt in der ZNA. Wir fliegen jetzt los, ja? Dr. Bergold hat mit den Kollegen in der Uniklinik telefoniert, ihnen die Verletzung beschrieben. Glück gehabt, dass Frankfurt ihn aufnehmen kann. In Hessen gibt es nur 4 Augenkliniken. Die Crew hätte den Patienten aber auch nach Hannover, Mannheim oder Köln geflogen. Patienten wird es oft schlecht vom Schaukeln im Hubschrauber, sagt der Anästhesist. Da spritzt er lieber ein Beruhigungsmittel. Der 31-Jährige trägt sein Schicksal tapfer. Sein Traum war es schon immer, Hubschrauber zu fliegen, sagt er. Aber so dann doch nicht. Augenverletzungen sind oft kompliziert. Ankunft Uniklinik Frankfurt. In der Notaufnahme warten bereits Krankenschwestern, Augenärzte, Anästhesisten und Radiologen. Guten Tag. So, 31 Jahre hat, das wird euch später noch mal detailliert erzählen, auf jeden Fall mit dem kleinen Modellhubschrauber, doppelrotorig, rumhantiert in der Küche. Und dann kam es dazu, dass dieser Modellhubschrauber nicht Richtung von ihm weg, sondern auf ihn zuflog und mit einem Rotor sein linkes Auge getroffen hat. Wie ist das für den, du immer so Haushaltsunfälle und so alles so siehst? Wirst du dann selber vorsichtiger? Nein, seltener Haushaltsunfall, muss man sagen. Jetzt, wie er das im Aufzug erzählt hat, muss ich sagen, mir ist das auch schon passiert. War auch ein Modellhubschrauber, klar, berufsbedingt. Batterien reingemacht, das Ding ist abgegangen. Ich habe Glück gehabt, der hat Pech gehabt jetzt. So. Die Chancen stehen gut, sagt Dr. Bergold. Protokoll ist abgeschickt. Der Patient wird wieder gesund. Geh mal weiter. Lebst du eigentlich vorsichtiger und gesünder, als wenn du so siehst, so die Unfälle, was so alles möglich ist? Die ehrliche oder die höfliche Antwort? Nein. Sowas kann jedem passieren, finde ich. Schlussendlich ist es ja so, dass solche Sachen wirklich auch im Alltag passieren. Ja, das sind ja nicht irgendwie Sachen, die besonders sind oder wie auch immer. Er wollte ja dem Hubschrauber seinem Kind zeigen. Sowas kann halt wirklich aus dem Stegreif passieren. Was ich halt immer nur finde, ist, auch wenn es sich jetzt herausgestellt hat, dass es so eine kleinere Sache ist, ja, was heißt kleinere Sache, für ihn ist das groß, ja. Wenn er sein Augenlicht verliert, kann das sicherlich Folgen auf den Job haben. Und er steht gerade 4 Wochen vor der Geburt seines neuen Kindes. Sowas kann natürlich zu vielen Sorgen führen, finde ich. Und dann muss man das natürlich auch von der psychologischen Seite als Notarzt so ein bisschen mit behandeln. Ja, es geht ja nicht nur um die Verletzung. Und man macht sich da auch schon selber Gedanken, wenn einem sowas passiert, ja, wenn man berufsunfähig wird. Da kommen schon die Gedanken, aber... Ich glaube, ich lege die einfach beiseite, weil sonst könnte ich nichts mehr machen.
Ach ja. Für die Crew ist der Einsatz beendet. Die Retter wollen zurück nach Gießen. Doch daraus wird nichts. Die Leitstelle funkt. Schwerer Unfall auf der Autobahn. Mit 280 Stundenkilometern fliegen sie Richtung Limburg. Im Kampf zwischen Leben und Tod zählt jede Sekunde, sagt Rettungsassistent Olaf Peres-Preis und hat weitere Infos von der Leitstelle. Wir haben jetzt die Info, dass der Verkehrsunfall zwischen Bad Camberg und Limburg Süd ist. Dass es wohl mindestens 3 Verletzte sind, wovon einer reanimationspflichtig ist. Schon wieder die A3. Zum 4. Mal in dieser Woche. Viele Tote haben sie dort gesehen, auch Kinder. Die Bilder unvergessen. Da ist man nicht entspannt, sagt der Pilot. Gerade mit gemischten Gefühlen. Aus dem Grunde, weil man halt jetzt schon so oft unter der Woche jetzt da war, da kommt dann wieder so alte Bilder so ein bisschen vor und man versucht da halt so ein bisschen Abstand zu halten, dass man sich mit irgendwas ablenkt. Super. Genauso, das mache ich genauso gerade. Man versucht einfach so professionell wie möglich zu sein und einfach sich nur auf die Aufgabe zu konzentrieren, wie der Kollege Bruckner das gerade gesagt hat. Was erwartet Sie jetzt da unten? Welche Dramen, welche Schicksale? Die Autobahn ist nicht gesperrt, das müssen wir machen. Ja, Autobahn sperren bitte. Die Polizei ist noch nicht da. Der Rettungsdienst sperrt die Autobahn für den großen Hubschrauber. Beim Landen müssen wieder alle mitmachen, nach Trümmern und Hindernissen schauen. Der Wind des Hubschraubers könnte sie aufwirbeln. Dr. Bergold kümmert sich um eine ältere Dame mit Gehirnerschütterung. Sie liegt im Rettungswagen. Guten Tag. Das ist komplett unauffällig, ist aber komplett desorientiert, verwirrt. Ja, die ganze Zeit über was anderes. Das Stiflex stört und will sie alles abmachen. Ne? Sie war im Unfallwagen? Genau, sie war die Beifahrerin von dem... Ich bin eine liebe Frau. Ich bin Dr. Bergold, ich bin der Notarzt. Ich bin gerade mit dem Hubschrauber vorne gelandet. Der Atme ist groß. Gell? Okay. Sie hatten einen Autounfall. Verstehen Sie? Nein, ich habe keinen Unfall. Doch? Ich habe die Leute hier drin, voll Leute. Nee, Sie haben einen richtigen Autounfall. Gell? Ihr Auto ist richtig, zerdeppert, würde ich mal sagen. Der Papa ist gar nicht hier, der ist ja nicht rein auf der Linie. Was denn, der Papa? Ja. Welcher Papa? Mit Papa meint sie ihren Mann. Um sein Leben kämpfen andere. Diesen Anblick will Dr. Bergold ihr ersparen. Sie sollten losfahren zur Klinik. So, und dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir dann hier lange stehen bleiben, fahrt ihr? Ja, da braucht ihr mich jetzt hier nicht mehr. Ja, wir haben gerade noch so ein bisschen Überblick verschaffen. Das ist die Ehefrau, wunderbar. Die ist zwar vom Unfallhergang tatsächlich, Schockraumindikation würde ich, weiß nicht, wie es bei euch läuft, hat aber im Bodycheck gar nichts außer einer Verwirrtheit. Und ist sonst eigentlich vollkommen stabil. Ja, und die können eigentlich. Unfallauto. Okay. Dann müsst ihr quasi. Am besten ist, wenn sie irgendwo unterwegs sind, weil hier helfen wir dir jetzt auch nicht. Nee. Ihr Ehemann hat den Unfall leider nicht überlebt. Das wollen sie der verwirrten Frau noch nicht sagen. So. Wir hätten hier gelb die Ehefrau, die sitzt im Auto. Und einmal gelb da, Unfallzeuge, Ersthelfer, auch gelb. Aber der ist Kreislauf stabil, dem ist halt nur schlecht. Okay. Ja? Pilot Sven Brückner bewacht seinen Hubschrauber. Oft hilft er mit, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Das weiß man nie. Ich sag mal, da wo der Mensch ist, passieren Fehler. Ich glaube nicht, dass es an der Technik liegt, dass da irgendwas ausfällt oder was schief gehen kann. Oder so. Das ist ein Faktor Mensch, der einfach nur... Hätte man eine Sekunde, einen Bruchteil von einer Sekunde nicht richtig aufgepasst hat und, ja. Und was noch verblüffender ist, es ist die A3. Hier passiert es halt oft, ne? Ja, oft, das ist ja, keine Ahnung, wenn man das in den Nachrichten jetzt so verfolgt, keine Ahnung, 10. Tote, 8. Tote, 11. Tote, weiß ich nicht, also ich glaube, man braucht schon 2 Hände, um zu zählen, in einer Woche. Patientin hat vielleicht ein leichtes Thoraxtrauma, vom Airbag aber, sonst nichts. Und der nächste wäre hinterer RTW. Nee, auf der anderen Seite. Mit dem Trainingsanzug, jawohl. Der so steh nach unten schaut. Ja, gut. Jesus, für dich. Noch geht's. Also der ist eingestellt oder so. Jawohl. Der ist mal. Ja. So. Bergold, guten Tag. Ich bin der Notarzt. Wie geht's Ihnen? Ein bisschen komisches Gefühl. Darf ich fragen, in welchem Auto Sie saßen? Und
in dem. Und Sie haben das alles miterlebt? Das ist direkt vor mir passiert. Ich konnte auch gerade noch so bremsen. Aber Sie haben nichts abbekommen in dem Sinne? Okay. Und Übelkeit, Schwindel? Ein bisschen. Also bisschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann nicht so stehen. Mhm. Das ist der Stress, der jetzt irgendwas mit Ihnen macht. Das ist Ihnen klar. Ne? Also das ist eine normale körperliche Reaktion. Jetzt frage ich Sie ganz einfach, weil Sie offensichtlich körperlich kein Problem haben. Ich werde es ja auch nicht untersuchen, weil Sie haben ja auch nichts abbekommen. Sie haben ja, brauchen Sie sowohl psychische Hilfe? Wollen Sie jemanden haben, der mit Ihnen darüber redet? Oder wollen Sie, dass wir Sie einem Arzt zuführen, einem Krankenhaus, dass Sie untersucht werden? Verstehen Sie, was ich meine? Weil so können Sie nicht weiterfahren. Das ist ich hab's aber nicht mehr, aber ich wohne hier in Limburg. So. Okay. Ersthelfer sind sehr wichtig, sagt Dr. Bergold und lobt den jungen Mann. Er soll sich in der Klinik erholen. So, ich habe gerade eine Anweisung vom leitenden Notarzt bekommen, dass ich bei einem Rettungswagen mitfahren soll. Einfach von dem Unfallhergang. Und dann schauen wir weiter. Olaf? Ja? Der Elena hat mich angerufen, mit einer gelben Patientin mit dem Rettungswagen zu fahren. Limburg-Schockraum. Dann brechen wir das jetzt gerade hier so ab. Dr. Bergold soll die Ehefrau des Verstorbenen begleiten. Die Verletzten sind versorgt. Die Polizei beginnt mit der Unfallermittlung. Rettungsassistent Olaf Peres-Breis und Pilot Sven Brückner fliegen nach Limburg zur Klinik. Dort werden sie Dr. Bergold wieder an Bord nehmen. Die Retter sind immer wieder beeindruckt, wie schnell und plötzlich ein Leben vorbei sein kann. Der Einsatz war traurig und dramatisch. Da tut eine Erfrischung gut und lockert auf, weiß der Notarzt und schmeißt eine Runde Eis. Jetzt kriegst du endlich mal, dass du dich heute nicht beschweren kannst, dass du das Eis nicht aufessen kannst. Doch die Leitstelle gönnt ihnen nur 5 Minuten. Der nächste Einsatz. Es geht nach Wächtersbach. Olaf Peres-Breis hat weitere Infos. Der RTW ist bereits vor Ort. Ja, wir haben jetzt noch knappe 3 Minuten. Mit dem Hubschrauber zum Beinbruch? Weil kein anderer Notarzt in der Nähe war. Ja, also es gibt eine Alarm- und Ausrückordnung und Notarztindikation fürs Land Hessen. Und mit der Meldung offene Unterschenkelfraktur, also sprich eine offene Fraktur, ist immer zwingend eine Notarztindikation. Holt schon mal den Medikamentenkoffer heraus. Läuft ja darauf hinaus, dass wir den Patienten die Schmerzen wegnehmen sollen. Und ohne Medikamente geht es nicht. Sven Brückner landet die Maschine mitten auf einem Fußballplatz. Das Spiel hat Zwangspause. Abpfiff durch Christoph Giesen. Der Patient liegt im Rettungswagen. Beinbruch tut weh, sagt Dr. Bergold. Der Patient bekommt jetzt Schmerzmittel. Servus. Servus. So. Das ist der Herr Vollmer. Grüß Gott. Hallo, Herr Vollmer. Will hier noch irgendjemand rein? Da können wir sitzen fahren. Ja, wahrscheinlich kommt da noch jemand rein. So, der Herr Vollmer ist umgeknickt. Ja. Rechte Seite, rechtes Bein, hat einmal Knack gemacht. Ja, das sind nicht mehr die jüngsten Knochen. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal was gegen Schmerzen. Ja. Das kann sein, dass Sie davon ein bisschen müde werden. So, irgendwelche Allergien, die Sie haben? Nee. Nein. Ich kann doch alles essen. Sie können auch alles essen, okay. Nur Essen ist genau das, was ich Ihnen jetzt nicht anbiete, gell? Ja, schade. Gut. Haben Sie denn schon zum Mittag gegessen? Nee, noch nicht. Ah, schade. Ja, wieso? Weil Sie werden jetzt die nächsten Stunden nichts essen dürfen. Eine Herrenrunde wollte Buhl spielen. Plötzlich bricht dem 70-Jährigen der Unterschenkel weg. Seine Freunde haben alles beobachtet. Und da hat er geschrien, hat gesagt, ich kann nicht auftreten. Da habe ich gemerkt, dass das Bein so komisch abknickt. Da habe ich gesagt, das Gebrochen bleibt liegen. Komischerweise hat er aber schon Schwierigkeiten gehabt beim Knien. Ja, da hat er wahrscheinlich Arthrose. Er hat schon Probleme beim Knien gehabt, dass er sich abgestützt und dass er erst überhaupt auf die Knie kam. War schon interessant gewesen. Also. Hier festhalten. Danke. Und Richtung Rettungswagen. Die Lage ist entspannt. Somit bleibt Zeit für den Nachwuchs, sagt Olaf Peres-Breis. Den brauchen sie dringend.
Auch Pilot Sven Brückner beantwortet Fragen rund um die Maschine und sich. Gehört auch irgendwie zum Job, sagt der 34-Jährige. Ihre Ausbildung? Die Ausbildung? Unterschiedlich. Also, wenn man schnell ist, kann man sie in einem Jahr unterziehen. Ach, im Ehrlich? Sven Brückner hat seine Pilotenausbildung selbst finanziert. 120.000 Euro. Dafür hat er viel gejobbt. Und Arbeitstechnik habe ich im Endeffekt alles gemacht, was es gab. Also ich habe, wenn einer gesagt hat, da die Toilette muss geputzt werden, dann habe ich das wirklich gemacht. Weil mein Traum halt dann da war, den zu fliegen. Ja, und jetzt bin ich dann da. Hilfst du mal mit? Wohin? Die Kontaktdaten lässt der da. Ja. Ich gehe hierher. Bist du jetzt nicht im so. Okay, hat jeder alle eine Ecke? Nein. Nein. Okay, fertig. Ja. Eins, zwei, go! Luftrettung ist Teamarbeit. 20 Ärzte, 9 Rettungsassistenten und 12 Piloten wechseln sich regelmäßig ab im Christoph Gießen. Der Rentner ist leicht benommen von den Schmerzmitteln. Er leidet an Osteoporose, eine Knochenschwäche. Da kann schon ein bisschen Sport, ein Bücken reichen und schon fliegt man Christoph Gießen, sagt Dr. Bergold. Ankunft Klinikum Offenbach. Der Rentner wird noch heute operiert. Herr Vollmann, der Flug war in Ordnung soweit? Na ja, ich weiß schon. Na, Quatsch. 20 Minuten hat die Patientenübergabe gedauert. Der Job ist oft stressig, aber genial, sagt der Notarzt. Wenn ich das jeden Tag machen müsste, 365 Tage im Jahr, weiß ich nicht, ob mir das so gefallen würde. Ja, man bekommt ja schon viele Schicksale mit. Aber für so ein paar Tage im Monat finde ich das spannend. Jedes Mal freue ich mich jedes Mal auf den Termin. So, Männers, wollen wir zurück? Ja, der Nächste. Menschen helfen ist etwas Schönes, sagen sie. Und würden gern mal wieder nach Gießen, in ihre Heimatbasis. Naja, die Leitstelle kann ja auch nichts dafür. Sie müssen nach Biblis, Hirnblutung bei einer Frau. Was liegt denn da überhaupt vor, Olaf? Bewusstlos, keine Schussreflexe. Oh. Vielleicht ist es erst eintreffen, oder? Nee, wie ist vor Ort. Genau, der Patient hat eine intrazerebrale Blutung, reagiert nicht mehr, warum auch immer. Ja, das kann einen traumatischen Grund haben. Es kann sein, dass es durch einen hohen Blutdruck zustande kommt oder wie auch immer. Das heißt, der Patient muss unbedingt zur Neurologie, Neurochirurgie. Sonst hat er ein riesengroßes Problem. 20 Minuten später. Pilot Sven Brückner soll mitten in der Stadt runter. Die Feuerwehr hat die Straßen gesperrt. Zentimeterarbeit zwischen Häusern und Bäumen. Rechts ist gut. Links ist gut. Was? Links gut. No. So, Olaf raus. Ich gehe auch raus, ja? Ja, alle raus. Und mithelfen absichern so ein bisschen. Wir rennen nicht, erzählt Dr. Bergold. Der Patient hat nichts davon, wenn wir vor lauter Schnaufen nicht in der Lage sind, Spritzen ruhig und vernünftig zu setzen. Hi. Moin. Servus. Wir wissen nur, dass mit dem Fahrrad hier zum Asia-Restaurant hat er gespeist, konnte nicht mehr sprechen, okay. Ist mehr und mehr bewusstlos geworden. Wunderbar, ja. Wir würden mehrfach erbrochen, hab's jetzt auch ein paar Mal abgesaugt. Da kommt immer noch was nach. Ich habe leider keine Magensonde. Wer hat das denn beobachtet? Einmal die Dame und ein Mann, der gegenüber von ihr gesessen hat. Bereitet ihr mir die Intubation einfach vor? Ja. Sie haben es gesehen. Erzählen Sie mir noch mal ganz kurz. Die Zunge ist raus, King. Ja. Und die Hand war total verkrampft. Da haben Sie mir schon ganz gute Informationen gerade gegeben. Vielen, vielen Dank. Was du machen kannst, ist dann perspektivisch, wenn du Zeit hast, dann unser Monitoring mitbringen, damit wir... Gut, scheint also wirklich eine intrazerebrale Blutung zu sein. Jetzt müssen wir als erstes mal ein Bett organisieren. Und dann ist das tatsächlich ein Hubschraubertransport. Das muss schnell gehen. Der Heli ist 1A abgesichert. Sven Brückner ist begeistert. Sehr vorbildlich. Also das habe ich noch nie oder sehr selten erlebt man sowas. Weil die Feuerwehr die Straße gesperrt hat, mussten die fliegenden Retter keinen Landeplatz suchen. Das spart Zeit. Und die Gaffer bleiben auch fern. Der Frau geht es sehr schlecht. Sie wird künstlich beatmet und liegt bereits im Koma. Sie schwebt in akuter Lebensgefahr.
Dr. Bergold macht sich große Sorgen. Die Patientin muss schnell in einen Operationssaal. Die Hirnblutung muss gestoppt werden, sonst stirbt sie. Eine Klinik in der Nähe hat sich gemeldet. Sie können die Patientin sofort operieren. Wo geht's hin? Ja, geht nach Mannheim, an die Universität. Sie müssen die Rentnerin jetzt an fast alle medizinischen Geräte im Hubschrauber anschließen. So, Olaf? Alles okay? Ja, das war heftig, aber das Einzige ist jetzt so schnell wie möglich ins Klinikum. Das Einzige, was jetzt hilft. Kriegen wir hin. Auch die Feuerwehr hilft wie gewohnt. Die Polizei ebenfalls. Und der Rettungsassistent muss das Anlassen der Turbinen überwachen. In 10 Minuten wollen sie in Mannheim sein. Mit dem Rettungswagen würde der Transport 8-mal länger dauern. Medikamente und Maschinen halten die Frau jetzt am Leben. Okay, nach links noch ein Hochhaus, 20 Meter weg. Gut, rechts bist du drüber. Dr. Bergold überwacht alle medizinischen Daten, damit er sofort handeln könnte, sollte es der Frau noch schlechter gehen. Er hätte ausreichend Platz, wenn er die Frau wiederbeleben müsste. Pilot Sven Brückner steuert den Heli mit fast 300 Stundenkilometern Richtung Mannheim und schafft es in 7 Minuten. Im OP warten schon Neurologen, Chirurgen und Anästhesisten. Jetzt zählt jede Minute. Die Rentnerin schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr. Einsätze auf Leben und Tod haben sie oft. Kinder, Erwachsene, junge Mütter. Das pure Leben. Wir sind keine Weltmeister im Verdrängen, sagt Pilot Sven Brückner. Du brauchst einen kühlen Kopf. Ich versuche das eigentlich überhaupt gar nicht an mich ranzulassen. Weil wenn ich jetzt jedes Schicksal, was mir jetzt fliegen, an mich ranlasse, wäre ich irgendwann mal auch hier drinnen, hinten drin. Die Frau wird schon operiert, erzählt Dr. Bergold. Wie war der Einsatz? Anstrengend, würde ich sagen. Es ist heiß. Da drin waren es geschätzte 50 Grad. Der Patientin ging es überhaupt nicht gut. War instabil das Ganze, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, das zusammengenommen macht einen anstrengenden Einsatz. Ne? Aber es hat alles soweit geklappt. Ja, sowohl mit dem bodengebundenen Rettungsdienst, als auch hier im Team und auch hier bei der Übergabe. Besser kann es eigentlich nicht laufen. So. Gießen wir gerade mal den ganzen Müll. Ob die Frau überleben wird, weiß Dr. Bergold nicht. Auf jeden Fall wird sich ihr Leben schlagartig verändern. Solche Einsätze machen ihn nachdenklich. Was ist im Hirn durch die Blutung schon zerstört worden? Inwieweit wird die Frau zum Pflegefall? Welche Lebensqualität bleibt ihr noch? Ich will jetzt zwar mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber manchmal ist es sogar besser, wenn man verstirbt. Das klingt jetzt blöd, aber ne, es gibt ja auch Stadien als Patient, die ich selber nie durchleben will. Ja, wenn man dementsprechend weiß, dass man nie mehr wieder seine kognitiven Fähigkeiten erlangt, dass man nie wieder eine Suppe essen kann oder ein Kind in den Arm halten kann. Ich weiß nicht, ne, selber weiß ich nicht, ob ich diesen Zustand hier haben möchte. Haben wir drin Mülleimer gehabt? Fliegende Retter brauchen Ausdauer und starke Nerven. Diesen Job machen sie aus Leidenschaft, aus Überzeugung. Menschen zu helfen ist ihr Traumjob, sagen sie, auch wenn sie oft keine Kaffee- oder Mittagspause haben. Sie fliegen mit dem Intensivtransporthubschrauber zurück nach Gießen. Der nächste Einsatz kommt garantiert.